Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zur roten Edition. Mit frischem, wunderbaren Kamillentee gestärkt kehre ich zu euch zurück und wir werden jetzt erstmal noch ein bisschen weiter leveln. Wird aber, glaube ich, kein kompletter Level-Part mehr. Ich bin mir nicht ganz sicher. So, das wird sich dann zeigen, ne? Also ich lege es mal nicht drauf an, aber wir gucken mal. So, schnell nochmal ins Pokémon-Center, einmal wieder heilen und dann geht's weiter. Mia war, glaube ich, jetzt fertig. Jetzt waren wir nur gerade etwas umständlich dabei, unser Nidoni, also unser Nidoran, da etwas weiter nach oben zu leveln. So, danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm jetzt halt wieder vorbei. Jo, mach ich. So, dann Manto. Ist das noch an Stelle 1? Start, Pokémon. Jo, Nidoli ist noch an Platz 1. Boah, da steht sogar nicht mal mehr, wie das Original heißt. Doch, da, Nidoran. Ich wollte gerade so sagen, das wird nachher etwas verwirren. Also macht euch keine Sorgen, ich nenne nicht alle um, ne? Meistens ist das nur der Anfang, so die ersten, die dann meistens auch im Team bleiben, die bekommen von mir so einen schnuggeligen Namen. Und der Rest heißt dann erstmal, das sind dann die, die dieses wunderbare Dasein in der Box fristen, die heißen dann erstmal standardmäßig. Also ich werde das bald wieder einstellen, nur damit ihr euch nicht wundert, weil das kann für natürlich die Leute, die sowieso nicht so firm im Thema sind, sehr verwirrend sein, wenn ich dann die ganze Zeit meine eigenen Nicknames hier verwende und keiner rafft, was das ist, ne? So. Hier versuchen wir das erstmal wieder selber. Hier, komm, Tackle. Oh, schade. Oh, und gleich ein Volltreffer rein. Also, nix ist. Zack, und dann wechseln wir das Pokémon. So viel zu dem Thema. Aber gut, Ignis muss eh Level 10 werden. Insofern. Routenschlag. Ignis Verteidigung sinkt. Ja, da wollen wir mal gucken, dass ich dich vorher kaputt kriege, bevor du überhaupt auf die Idee kommst, mich anzugreifen. Siehst du mal. Radfratz wurde besiegt. Ratzfratz. Nidoli erreichte Level 4. Also bis Level 5 können wir so weitermachen. Ignis erhält 12 Erfahrungspunkte. Die ist nämlich nicht ganz so stark. Du. Los, Nidoli. Dü. Komm, versuch nochmal einen Tackle. Die bedürfen wir auch als erstes. Bam! Ah, das zieht deutlich mehr ab. Und er ist ein Level unter mir, ne? Wisst ihr Bescheid? Pokémon! Ignis, du bist dran. So, Ignis Verteidigung sinkt. Mir doch egal, wenn ich schnell genug mit dir fertig bin, hat das auch keine Auswirkung mehr. Und das klappt doch. 12 Erfahrungspunkte. Ignis erreicht Level 10. 100%ig. So. Das Gute an den eigenen Pokémon, die kann man so hochleveln, wie man möchte. Wenn man die getauscht hat nachher, ne, das ist immer das schöne Problem an den Tausch-Pokémon, weil man könnte ja sonst einfach auch ein neues Spiel anfangen, hol ich mir von meinem Kollegen drei Level 100 Pokémon und sorry durchrennen, ne. Das vermeiden die natürlich damit, dass man erst einen gewissen Grad an Orden haben muss, damit Pokémon einer gewissen Stufe einem gehorchen. Ne, somit kann man sich nicht einfach mal eben die besten Pokémon rüber organisieren. Also wenn Ignis jetzt schon 10 ist, dann machen wir es mit Mia weiter, ne. Vielleicht kriegen wir die dann dadurch auch noch auf Level 10. Schauen wir mal. Ah, Level 2. Das hätte ich, glaube ich, aber auch so kaputt gekriegt hier. Windstoß! Du. Volltreffer. Nidoli erhält, Mia erhält 8 Erfahrungspunkte. Dabei nix ist das. Jetzt zieht sie ein bisschen hin jetzt hier. Ne? Das ist Kaugummi-like ist das. Ja, aber gut. Wer mal ein japanisches MMO gespielt hat, der kennt das. Man nennt das Grinden. Ne? So, ich versuche jetzt mal hier mal Tackle. Mal gucken. Ich bin 2 Level drüber. Boah, was ist das denn? Sind die nicht sogar vom gleichen Typen? Müssen doch beide normal sein, oder nicht? Oder ist hier... Kann sein, dass Nidolin Boden ist. Gibt's da überhaupt schon Boden? Ich weiß gar nicht mehr, ey. Wir gucken gleich mal nach. Ich wechsle das Pokémon nochmal. So, wieder Mia. Also lohnt sich das schon hochzuleveln, weil es wird nachher ziemlich stark und hilft uns... Ich glaube bei Rocco... Nee, bei Rocco hilft es uns nicht. Dafür holen wir uns am besten einen Smetbo. Mir erhält 8. Ich muss jetzt einmal kurz gucken in meinen Pokédex. Shigi, Hornliu, Taubsi, Ratzfratz, Habitak. Hier, Joran. Dann! Bum, bum, bum. 9 Kilo wiegt das Ding. Wo siehst du?
Spiel ist mehr. Nur mehr Daten. Pokémon. Status. Typ Gift. Ah. Typ 1 zumindest. Alles klar. Gut, wir machen weiter. Mein Wissensdurst ist gestillt. Gesundheit, Kero. Katze niest hier hinten im Hintergrund ein bisschen rum. Keine Angst, er ist nicht krank, hat einfach nur wieder einen Popel in der Nase. Hatte öfter mal. Katzen halt, ne? Eieiei. So, dann gleich das Pokémon wechseln auf Mia. Du. Was ist los, Kero? Muss auf Klo? Nein, ich muss hier gerade noch den Windstoß starten, damit kann ich die Katze rauslassen. Die Katze muss einmal kurz auf Klo. Bin sofort wieder da, wundert euch nicht. Da sind wir auch schon wieder. Ja, so. Ja, das ist halt live, ne? Wenn die Katze muss, dann muss die Katze. Da unterbreche ich lieber kurz, bevor ich das wegwischen muss. So, Windstoß. Taubsi wurde besiegt. Nidoline erhält 11 Erfahrungspunkte. Nidoline erreicht Level 5. Mia erhält 11 Erfahrungspunkte. Bam. So. Dann Mantou. Ich kann ja mal nebenbei wieder gucken, während ich jetzt entspannt in Richtung Pokémon Center laufe. Ah, nebenbei ist immer so eine Sache. Ah. Kann ich schon mal die Infoseite über das Pokémon aufmachen. Warte, erstmal hier kurz heilen. Wir heilen eine Pokémon. Okay, wir benötigen eine Pokémon. Ja, machen wir gerade. Ich suche mal kurz. Da. Männlich. Open Link in New Tab. Mal gucken, ob die nicht noch was Nettes nebenbei lernt. Aber wir haben doch... Was haben wir denn jetzt? Wir haben doch die weibliche Variante, oder nicht? Wir müssen doch eigentlich das Weibchen haben. Ja. Das ist das Männchen. Wir haben das Weibchen. Open Link. Da steht meine Liste hier doch. Joran weiblich. Sieht auch niedlicher aus, muss man zugeben, ne? So, was lernen die denn so? Wollen wir nochmal gucken hier. Eieiei. Die zweite Entwicklungsstufe, Nidorina, ist am coolsten. Sieht auch am coolsten aus. Und danach brauchen wir einen Mondstein. So, Attacken. Erste Generation, bitte. Tackle Kratzer auf Level 8. Na, siehst du dann. Ab Level 8 kann es dann auch was. Na gut, dann machen wir mal weiter. Mal gucken, vielleicht können wir aber jetzt schon mal das erste wieder alleine erledigen. Mit 3 Level drüber oder so. Aber wenn ich mein Glück kenne, kommt jetzt irgendwie was zu Level 5 oder so. Taubsi Level 5, das Special Taubsi. Ah, ein wildes Taubsi. Level 3, na komm, da geht doch was. Gucken wir mal. Kämpfen. Tackle. Oh, siehst du, da läuft doch was. Oh. Gleichstand. Tackle. Ich kann nur hoffen, wir machen einen Volltreffer oder sowas. Ah. Wahrscheinlich macht es gleich einen Volltreffer, der Gegner, und dann war's das. Ah, das gibt's doch nicht. Komm schon. Wenn wir den Windstoß überleben und er nicht noch ein Volltreffer ist, schaffen wir das. Oh, haben wir ein Pokémon ganz alleine besiegt. Nidoli erhält 23 Erfahrungspunkte. So, und jetzt machen wir wieder das, was wir die ganze Zeit machen. Auf Level 7 schieben wir es wieder hoch. Auf Level 12 kriegt es Doppelkick. Das kann, glaube ich, auch gegen Rocco ganz hilfreich sein. So, moin. Ich wechsle. Pokémon. Mia, bitte. Machen wir die halt auch noch auf Level 10. Da habe ich eigentlich einen Timer gestartet. Den muss man nebenbei gucken. Oh, läuft. So, wieder einmal Windstoß. Ah, nee, Doppelkick, glaube ich, nur auf der gelben Edition, so wie das aussieht. Mistikaki! Also, kein Doppelkick für uns. Doppelkick gibt's nur auf der gelben. Da bei der gelben ist es nämlich sehr hilfreich, weil bei der gelben kriegt man Pikachu. Und Pikachu in der ersten Arena gegen Rocco ist ziemlich von Arsch. Irgendwie verständlich. Da lohnt es sich dann nämlich hier so Nidorino oder Nidorina zu fangen. Und das lernt halt auf Level 12 Doppelkick, was Kampf ist. Und das ist relativ super effektiv gegen Stein. Ja.
So. Wow, und bei unserer Edition lernt es das erst auf Level 43. Hundertprozentig. Ach du Scheiße. Na gut. So, ach nee, ich wollte nicht tackeln. Pokémon wechseln. Sieht diese Monotonie, die zieht mich langsam in ihren Bann. Ich weiß schon nicht mehr, was ich drücke. So. Aber wir haben es ja gleich geschafft. Dann geht's erstmal weiter. So, Nidalee erhält 16 Erfahrungspunkte. Nidalee erreicht Level 6. Mia erhält 16 Erfahrungspunkte. Da bis Level 7 ziehen wir das noch so weiter. Das hat gar keinen Sinn. Ab Level 7 kann es dann vielleicht auch was alleine. Hab ich vielleicht doch ein schlechtes ausgewählt. Hätte vielleicht doch lieber das Ratzfatz nehmen sollen. Naja, man steckt ja nicht drin, ne? Na, hoffentlich auch nicht. Das wäre, glaube ich, nicht so gut. Ein wildes Taubsi. Oh, Moment, das können wir vielleicht schaffen. Warte mal gucken. Moment, wir versuchen es mal. Wir sind jetzt mal mutig. Volltreffer. Oh, 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 wenn das jetzt nicht tötet, dann haben wir ein Problem. Yes! 15 Erfahrungspunkte, da geht was. Da können wir richtig was reichen. Richtig was reichen. So, ein wildes Rassfratz. Auch Level 2. Ah, siehst du mal, wenn wir zum Pokémon Center gelatscht. Naja. Pokémon! Mia wird langsam auch gelb. Also machen wir nach dem Kampf nochmal wieder eine kleine Tour ins Pokémon Center. Volltreffer. Ja, wobei. Aber egal. Machen wir trotzdem. Rassfratz wurde besiegt. Nidalee erhält 8 Erfahrungspunkte. Mir erhält 8 Erfahrungspunkte. Mal sehen, wenn uns nicht noch was in die Quere kommt. Nein, das klappt. Dann auf zum Pokémon Center. Da, 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 da. Da, da. Guten Tag, einmal bitte wieder heilen. Ja, ich weiß, ich komme heute ein bisschen öfter her, aber mein Gott, ne? So ist das nun mal. Üz, 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 üz. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. Oh. Machen wir. Immer wieder gern. So ist auch cool, ich muss es einmal gerade nochmal zeigen. Wir haben keinen Schatten und wenn wir springen, haben wir einen Schatten. Schatten. Der Schatten fängt sogar schon an, bevor wir springen. Geil, oder? Tja, das ist Graphical Fidelity. Und wenn man dann überlegt, so haben wir damals gezockt und jetzt guckt ihr euch mal Alpha Saphir und so weiter an. Alles in 3D, komplette 3D-Sprites und man kann die ganzen Viecher streicheln. Das macht mich immer so fertig. Ich kuschel ja so gerne mit den Dingern. Macht Spaß, ne? Es ist teilweise auch echt lustig gemacht. Muss man einfach sagen. Aber muss man mögen. Ich find's witzig. So, wollen wir uns dem schon stellen? Komm, wir gucken mal. Zwei Level drüber. Gegen Topsy benutzt Windstoß. Oh, 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 oh. Tackle. Oh, komm schon. Ah, das können wir schaffen. Wenn hier nicht irgendwie noch ein Volltreffer landet oder so. Bäh. Tackle. Du. Ja, siehste. Oh, noch ein Volltreffer zum Schluss, ey. Nidalee erreicht Level 7. So, dann gucken wir mal. 8 und 9 noch. Noch 2 Level. Das schaffen wir wohl noch. Die wird wohl doch ein reiner Trainingspart, so wie es aussieht. Man steckt nicht drin. So, kann ich gleich wechseln. Aber Mia ist auch noch nicht Level 10, insofern. Es lohnt sich, dann kriegen wir die so beiläufig auch noch auf Level 10. Dann haben wir zwei Pokémon auf Level 10, eins auf Level 9. Das wird wohl reichen. Damit sollten wir unserem Rivalen zeigen, wo der Hammer hängt und welcher der bessere Trainer ist. Aber wie gesagt, es ist im Grunde auch egal, wenn man verliert. Ihr müsst da nicht traurig sein oder sowas, weil es ist komplett optional. Es ist einfach nur das innere Gefühl, das einen dann... Es nervt einen, dass man verloren hat gegen diesen Dödel. Das will man nicht. So. Du, du, du. Los, Nidalee. Nein, das ist das Männchen. Wir haben nicht das Weibchen, wir haben das Männchen eingesammelt. Männchen ist rosa, Weibchen ist blau. Und das ist doch eindeutig rosa. Aber laut meiner Liste hätte es an diesem Ort
gar nicht das Rosane geben dürfen, sondern nur das Blaue. Wir müssen uns dringend noch das Blaue organisieren, das ist cooler. Das level ich dann nochmal. Warum habe ich jetzt eigentlich mit dem gekämpft? Ich dödel. Mal gucken, ob denn das Weibchen was anderes lernt. Das sieht auch nicht cool aus. Wobei beim Weibchen sieht die letzte Stufe halt cool aus. Ne? Aber die lernen beide, glaube ich, das gleiche. Wir haben mal gerade auf erste Generation. Ja, die lernen genau das gleiche. Das heißt, das Einzige, was sie unterscheidet, ist die Farbe. Und Blau ist halt cooler. Ne? Das kann man ja definitiv sagen. Da, 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 da. So, komm schon. Wie viel Zeit haben wir denn eigentlich noch? Hier blinkt schon wieder irgendwas. Oh, 3 Minuten noch? So eine Scheiße. Das wird echt noch ein Level-Part. So, ich beeil mich. Ich gebe mein Bestes, dass wir hier schnell durchkommen. Du, 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 du. Mit Stoß. Zack. Und noch einmal. Di, di, di. So, ich guck mal gerade, wie viel sie noch braucht. Ist ja nicht so, als wäre ich ungeduldig. 40 noch bis Level 8. 4 Kämpfe noch. Eieiei. Und danach das letzte, das kriegt sie hoffentlich alleine hin. Das werden wir dann so um die 100 sein. So, komm. Du, 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 du. Ja, wollen wir mal wieder. Tackle. Ha, daneben, Trottel. Windstoß. Und wieder Windstoß. Die. 12, 12, ja. 4 Kämpfe. So, dann kommen wir wieder ran. Dann schnell wieder tauschen auf Mia. Das hat doch gesessen, Mann. Dass sie das überlebt hat, ist erstaunlich, weil wir sind Level 9. Ja? Die ist Level 3. Was ist da los? So, dann einmal wieder fix im Pokémon Center. Wir sind leider schon wieder im roten Bereich. Wer hätte es gedacht? Du, 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 du. So, schnell heilen. Jo, jo, Schnagger, du nur. Mach mir meine Pokémon heil. Dudes, dudes, dudu, dudes. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. Jo, bald. Wenn ich so weitermache, dauert das nicht mehr lange, du. Dann sehen wir uns wieder. Auf jeden Fall, bevor es in die nächsten Gebiete geht. Eieiei. So, nächste Route. So, den Kampf versuchen wir jetzt erstmal wieder so mit ihr. Los, Nidoli, du kannst das schaffen. Du bist Level 7. Tackle. Guten Schlag, Verteidigung sinkt. Zip. Nochmal Guten Schlag, Verteidigung sinkt. Ja, damit kann ich arbeiten, du. Das könnt ihr euch mal öfter machen. Einfach nur Guten Schlag, immer die ganze Zeit. 24 Erfahrungspunkte, Nidoli erreicht Level 8. So. So, bis Level 9. Hornattacke, wie geil. Habe ich gar nicht gesehen, tatsächlich. So, bis Level 9 kommen wir, glaube ich, auch so. Das schaffen wir jetzt auch alleine. Mit Hornattacke. Können wir jetzt mal gucken. Oh, Nudu! Oh, Nudu! Ja, ist ja gut. Den Kampf machen wir jetzt aber noch. Da kann mich der Hahn mal kämpfen. Ich will Hornattacke mal machen. Ist auch normal. Jo, der Effekt ist ja wohl geil. Guten Schlag, ja, mach mal ruhig. Die Attacke schlug fehl. Hornattacke! Siehste. So, gut. Dann speichern wir wie immer.
am Ende jedes Partes. 1 Stunde 36 haben wir inzwischen. So, ich bedanke mich dann bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich, wie immer, gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Part wieder. Wenn ihr Anregungen, Vorschläge, Trainingsmethoden und sonstiges habt, das ist ja eher so eine Diskussionsgeschichte, weil ihr seht ja, passiert erstmal beim Leveln nicht viel. Gerne alles kommentieren. Ich schnack gerne mit euch über alles Mögliche, was Pokémon zu tun hat und Pokémon-related ist. Also scheut euch da nicht, postet rein wie die Bekloppten. Ne? Alles klar, dann wünsche ich euch erstmal noch viel Spaß beim Zocken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Blaufuchs.